Hallo, hier ist wieder Herr Rötler und wir wollen zusammen Rechnen üben. Du kennst das inzwischen schon. Du hast das für die Zahlbausteine 2, 3, 4, 5 und 6 schon gemacht. Und bevor du diese Übung hier machst, solltest du auf jeden Fall in der Playlist Rechnen lernen, dir das Video 4 anschauen, das, wo die Zahlbausteine für die 7, die 8, die 9 und die 10 vorgestellt werden, damit du siehst, wie diese Zahlbausteine mit den Rechnungen zusammenhängen. Weil hier in diesem Video geht es einfach darum, schnell zu rechnen. Du brauchst wieder Stift und Papier. Wie in den anderen Videos schreibst du nur die Lösungen untereinander und kontrollierst hinterher, ob du sie richtig gewusst hast. Und wie in dem anderen Video brauchst du hier jetzt 7 Würfel oder 7 Zählsteine oder 7 gleiche Geldmünzen, um in der ersten Übung dir das Muster hinzulegen und nochmal dich an die Zahlbausteine zu erinnern, die jetzt wichtig sind. Es geht um die 7. Leg dir mal 7 Sachen hin. Wenn du sie noch nicht da hast, hol sie dir schnell, halt das Video an und dann machst du wieder mit. Achtung, es geht los. Ich sage eine Zahl, du deckst sie zu und sagst, wie viel du siehst. Zum Wiederholen, dass du siehst, welche Zahlbausteine in der 7 drinstecken. Ich sage 1, du siehst 6, sag die 6 laut, bevor ich sage 4, ups, 4, Entschuldigung, 3, 3, 4, 2, 5, 5, 2. Gerade bei den größeren Zerlegungen ist wichtig, dass du das immer als Paar dir merkst. 0, 7, 7, 0, 2, 5, 3, 4, 6, 1. Okay, jetzt legst du die Würfel weg. Ich sag die eine Zahl, du sagst den Partner. Ich sag ihn etwas später. 3, 4, 6, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 0, 7, 8. 8 geht natürlich nicht. Wenn ich nur 7 habe, kann 8 kein Partner sein. Achtung, bei den Rechnungen kommen auch Aufgaben, die nicht gehen. Du kennst auch das schon. Wenn etwas nicht geht, machst du ein Kreuz. Wenn du nicht mitkommst, machst du einen Strich und das heißt, du musst diese Sachen noch schneller lernen, damit du eben immer mitkommst, dass du die Lösungen weißt. Jetzt kommen wir zum Rechnen. Und wie immer fangen wir mit der Subtraktion an, mit dem Wegnehmen. Deshalb, weil beim Wegnehmen nämlich immer der andere Partner liegen bleibt. Wenn ich 2 wegnehme von der 7, habe ich die 5. Achtung, es geht los. Ich will mitschreiben. So. 7 minus 6. 7 minus 8, 7 minus 7, 7 minus 4, 7 minus 3, 7 minus 2. Auf deinem Zettel sollte stehen 1x. Weil 7 minus 8 geht nicht. Wenn ich 7 habe, kann ich keine 8 wegtun. 0, 3, 4, 5. Das gleiche nochmal. Achtung. 7 minus 2. 7 minus 4. 7 minus 7. 7 minus 1. 7 minus 3. Bei dir sollte stehen 5, 3, 0, 6, 4. Wir machen Minusergänzung, das heißt, du musst gucken, wie viel muss ich wegnehmen, damit es stimmt. Den Zettel brauche ich nicht mehr. Achtung, es geht los.
7 minus 3. Nein, ich habe falsch gesagt. Entschuldigung, wir fangen nochmal an. 7 minus wie viel ergibt 3? Wenn ich 7 habe, wie viel muss ich wegtun, damit 3 liegen bleibt? 7 minus wie viel gibt 3? 7 minus wie viel gibt 5? 7 minus wie viel gibt 2? 7 minus wie viel gibt 7? 7 minus wie viel gibt 4? 7 minus wie viel gibt 1? Auf deinem Zettel sollte stehen 4, 2, 5, 0, 3, 6. Vielleicht hast du an meinem Fehler gemerkt, dass die Lösung genau die gleiche ist. Wenn ich frage, 7 minus, weil es um die gleichen Partner geht, 7 minus wie viel ist 3, dann muss ich die 4 wegtun. Wenn ich sage, 7 minus 3, bleibt die 4 übrig. Ja, die Aufgaben hängen ganz eng zusammen. Es geht immer um die Bausteine, um den anderen Partner. So, jetzt machen wir Plus ergänzen. 2 und wie viel ergibt die 7? 5 und wie viel ergibt die 7? 3 und wie viel ergibt die 7? 1 und wie viel ergibt die 7? 9 und wie viel ergibt die 7? 4 und wie viel ergibt die 7? Die Lösungen heißen 5, 2, 4, 6, x, 3. 9 und wie viel ergibt die 7? War wieder eine Lösung, die nicht funktioniert. Eine Aufgabe, die nicht funktioniert. Wir drehen es um. Addition wieder, aber von vorne gesprochen. 7 ist gleich wie viel plus 3? 7 ist gleich wie viel plus 5? 7 ist gleich wie viel plus 1? 7 ist gleich wie viel plus 2? 7 ist gleich wie viel plus 6? 7 ist gleich wie viel plus 4? Die Lösung 4, 2, 6, 5, 1, 3. Wenn dir diese Aufgabentypen noch nicht klar sind, musst du noch mal in das Lernvideo schauen. Da werden die erklärt, was es bedeutet, wenn die Aufgabe so rum aufgeschrieben ist. 7 ist gleich wie viel plus 3. So sieht die Aufgabe geschrieben aus. 7 ist gleich wie viel plus 3? Da fehlt die 4, weil die 4 plus 3 ergibt die 7. Das ist gleich. Und zum Abschluss kommen jetzt wieder vermischte Aufgaben, nicht nur von der 7, sondern bis zur 7, um zu sehen, ob du die 2, die 3, die 4, die 5 und die 6 auch noch kannst. Als erstes machen wir Plusaufgaben. 4 plus 3, 2 plus 3, 2 plus 4, 1 plus 5, 4 plus 3, 3 plus 3. Die Lösungen heißen 7, 5, 6, 6, 7, 6. Minus 7 minus 2. 6 minus 1. 5 minus 3.
6 minus 2. 7 minus 5. 7 minus 4. Die Lösungen heißen 5, 5, 2, 4, 2, 3. Kommt Plusergänzung. Ne? Achtung. 1 und wie viel dazu gibt 7? 3 und wie viel dazu gibt 5? 2 und wie viel dazu gibt 6? 5 und wie viel dazu gibt 7? 4 und wie viel dazu gibt 6? 3 und wie viel dazu gibt 7? Auf dem Zettel soll stehen 6, 2, 4, 2, 2, 4. Und die letzten Aufgaben, Minus ergänzen, du musst rauskriegen, wie viel wurde hier, muss hier abgezogen werden. 7 minus wie viel ergibt die 2? 4 minus wie viel ergibt die 5? 6 minus wie viel ergibt die 2? 7 minus wie viel ergibt die 4? 6 minus wie viel ergibt die 1? 7 minus wie viel ergibt die 7? Das sollte stehen 5x4 3 5 0. Die Aufgabe 4 minus wie viel ergibt 5 war wieder eine Aufgabe, die nicht geht. Wenn du bei diesem Video gut mitkommst, wenn du das schnell kannst, mach es ruhig 2-3 Mal, guck, dass du immer schneller wirst, weil rechnen lernen heißt, die Ergebnisse letztlich zu wissen. Und wenn du bis zur 7 gut bist, dann kannst du als nächstes die 8 üben und kannst hier in dem nächsten Video die Aufgaben bis zur 8 rechnen. Wenn du aber noch nicht so schnell bist, dann bleib bei der 7. Wenn du merkst, dass du große Schwierigkeiten hast, geh lieber nochmal runter zur 5 oder zur 6. Besser, du machst es langsam, aber du weißt die Ergebnisse und kannst sie dir vorstellen, als du machst es schnell und weißt es am Ende nur halb. Wenn du in jeder Woche eine neue Zahl dazu machst und du kannst es schon bis zur 7, dann fehlen dir nur noch 3 bis 6 Wochen, nicht mal mehr 2 Monate und du kannst komplett alle Aufgaben bis 10 rechnen. Und wenn du das kannst, dann kannst du auch bis 100 rechnen. Das wirst du sehen, das wird dann ganz einfach. In dem Sinne, bleib dran am Rechnen lernen. Ich drücke dir die Daumen und auf Wiedersehen.